Gamescom 2023 und so war's. Ja, Gamescom 2023 war wieder so, wie man es sich vorgestellt hatte. Volle Hallen, viele Publisher und eine ganze Menge cooler Stuff zu entdecken. Klar, Preise und so, darüber müssen wir nicht reden. Gerade die Essensstände waren wieder astronomisch. Naja, aber wie gesagt, die coolen Dinge haben ein bisschen überwogen dieses Jahr. Zum Beispiel hatte Netflix ein sehr großes Set aufgebaut, einen kleinen Wednesday-Bereich, Squid Games, The Witcher und Stranger Things. On top konnte man dort sehr coole Fotos schießen. Man hatte die Möglichkeit, Gratis-Pizza zu bekommen. Die war zwar sehr klein, aber sie war kostenlos. Und es gab Frozen Ice, was man in so einem kleinen Netflix-Becher bekommen hatte und was tatsächlich enorm gut geschmeckt hatte. Was die Publisher angeht, so kann man sagen, ja, es gab wieder die großen Namen teilweise und die Bereiche waren auch teilweise wieder größer als im Jahr zuvor. Zum Beispiel Xbox hatte einen sehr großen Stand, Nintendo war wieder dabei und so weiter. Aber man hatte sich dann trotzdem von vielleicht anderen ein bisschen was erhofft. Zum Beispiel von Larian, die mit Baldur's Gate gerade praktisch durch die Decke gehen. Und so viel Erfolg, da hätte man sich gewünscht, vielleicht ja, irgendwas Greifbares zu haben. Ich kann natürlich verstehen, dass so ein Studio wie Larian vielleicht auch einfach keine Lust hat, sich auf der Gamescom irgendwie zu zeigen, weil der Erfolg ist da. Warum muss ich mich dann da irgendwie noch zur Schau stellen? Aber auch sowas wie Cyberpunk, die halt zwar so ein kleines Moped hatten und so einen ganz kleinen Bereich mit im Xbox-Stand hatten, aber das war dann irgendwie auch nicht so berauschend. Außerdem musste man, glaube ich, da 2 Stunden anstehen, um mal in das neue Spiel reinzuschauen. Was natürlich klassisch Gamescom bedeutet, weil anstehen gab es oder war schon immer so. Aber letztendlich, naja. Also ich persönlich komme ja eh nicht für die Games per se, um sie zu zocken, sondern einfach um den Flair zu sehen und um die Community. Und ich muss sagen, gerade das Thema Community ist auf der Gamescom, finde ich, fast schon der zentrale Punkt geworden. Auch wir zum Beispiel von der Dokomi haben einen kleinen Stand mit unseren Hosts und Mates und bieten den Gästen die Möglichkeit, ihre Community zu erweitern. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich komme auch nicht zur Gamescom, um da Games zu zocken. Mir persönlich geht es darum, meine Community zu sehen, zu erweitern und einfach ein wenig Spaß zu haben. Man trifft da Freunde, die man seit Monaten nicht mehr gesehen hat und lernt Leute kennen, mit denen man vielleicht gemeinsam eine coole Zukunft aufbauen kann. Und das sieht man auch vielleicht daran, wie halt der Anteil an Twitchern, YouTubern und allgemeinen Influencern halt immer mehr steigt. Wie dann so ein Hugo, der dann halt, oder Let's Hugo, der dann von der Gamescom befördert werden muss, weil zufällig 12-Jährige hinter dem hergerannt sind. Was halt schon ein ähnliches Problem war in 2022 mit Montana Black. Was natürlich meines Erachtens nicht die Schuld der Streamer ist, sondern halt das Problem der Fans, die halt einfach wie Suchtis unbedingt ein Autogramm mit den Leuten haben wollen. Ohne daran zu denken, dass es auch einfach nur Menschen sind, die ihren Freiraum brauchen oder die einfach nur diese Gamescom erleben wollen. Ja, und deswegen kann ich nur sagen, Gamescom macht Spaß. Man erlebt was. Wie gesagt, dieses Jahr gab es auch wieder viele coole Dinge zu erleben. Die Partys dieses Jahr danach waren tatsächlich nicht so berauschend, beziehungsweise ich war tatsächlich auf keiner, weil entweder wir andere Pläne hatten oder naja. Die Angebote nicht so verlockend waren, dass es sich hätte gelohnt, dort drauf zu gehen. Aber ja, ansonsten kann man sagen, so als kleines Fazit, wenn man auf die Gamescom geht, um sich irgendwelche Games anzuschauen, dann braucht man viel Geduld. Das hat sich nicht verändert. Bringt euren Stuhl mit, weil die Schlangen immer noch lang sind. Wer einfach nur kommt, um Loot abzustauben, auch fein, es gibt unheimlich viel T-Shirts, es gibt Merch, es gibt so viel Stuff gratis. Dafür muss man sich ab und zu auch ein bisschen bemühen, aber es ist nicht unmöglich. Und ansonsten, wenn ihr einfach nur, weiß ich nicht, eure Community erweitern wollt und ein bisschen Spaß mit den Nerds haben wollt, dann lohnt es sich auch einfach nur hinzukommen, um Freunde zu treffen, im Cosplay zu gehen, Fotos zu schießen und einfach diesen Trubel zu erleben. Und wenn ich jetzt vergleichen müsste, zum Beispiel die Dokomi mit der Gamescom, dann sind das 2 verschiedene Feelings. Ja, also die Gamescom ist dieser Trubel, dieses Wilde, dieses Verrückte, diese bunte Mischung. Und die Dokomi ist halt noch viel, viel mehr dieses, wir treffen uns hier als Familie, als Freunde, als Community
Klar, Gamescom ist auch dieser Community-Spot, der immer weiter wächst, aber es fehlt noch dieses Familiäre, weil halt, es sind halt sehr viele Menschen und es sind halt schon doch noch sehr viele verschiedene Bereiche, die sich dort auf der Gamescom treffen. Aber ja, wer bin ich, das zu bewerten? Nun ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, diesen kleinen Einblick von der Gamescom zu sehen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, auch wenn es mich danach ziemlich aus den Socken gehauen hatte. aber ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.